Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber schon mal rüber Ja, du hast die falschen zu Leute gehört. Lee und quatschen ihn darauf an, dass wir... Nein, nicht mit Khalid. Hör auf, Khalid anzuvisieren. Hör auf, Khalid anzu... So, mit Lee. Und ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Die meisten sind für mich. Gut, dann geh jetzt zu Ona. Ich habe schon mit ihm geredet. Nice. Über deinen Sold musst du selbst verhandeln. Okay, gut, dann gehen wir mal zu Ona, wenn wir jetzt mit dem reden dürfen. Ich hoffe, ich kriege dann auch eine bessere Rüstung jetzt. Die will ich haben. Die brauche ich. Dann sind wir endlich mal diese Lederrüstung hier los. So ist das Ona. Der sieht aus wie Ona. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Alles klar hier auf dem Hof. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Er hat schon mit mir geredet. Er ist derjenige, der für dich die Verantwortung trägt, also meinetwegen. Aber mach keine Dummheiten hier. Lass die Bauern und die Mägde in Ruhe und vor allem klau hier nichts, klar? Ja, Alles kein Weitere Problem. kannst du mit Lee abklären. Wir müssen uns nur noch über deinen Sold unterhalten. Ja, okay. Wie sieht's mit meinem Sold aus? Wie sieht's mit meinem Sold aus? Nun ja, lass mich nachdenken. 50 Goldstücke. Was sagst du? Pro Tag? Ist etwas wenig. Klingt in Ordnung. Pro Tag? Was dachtest du denn? Pro Woche? Der Schlauste bist du wirklich nicht. Sieh zu, dass du deinen Hintern hier hinbewegst, um dir dein Geld abzuholen. Ich werde es dir nicht hinterhertragen. Ja, okay. Klingt in Ordnung. Klingt Komm. in Ordnung. Das denke ich auch. Jetzt geh zu Lee. Einen Moment. Ich will was ausprobieren. Wenn ich mit dem jetzt mal quatsche, wegen Bulko. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Gut, dann nerven wir ihn mal nicht. Ich hatte gedacht, wir könnten jetzt Bulko verpfeifen. Apropos, jetzt will ich's wissen. Glaubst du Ist das der jetzt wirklich? stinksauer auf mich, dass ich ihn Kann ich dir auch verpfiffen mal habe? helfen? Wenn ich jetzt zu Bulko Ich gehe? wäre mir da nicht so sicher. Mal gucken. Aber selbst ist einfach nicht alles glauben, was man hört. So, wir beide sollten uns mal Wir beide sollten unterhalten. uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Okay, gut. Aber gut, dann gehen wir wieder zu Lee. Das höre ich zum ersten Mal. Erste Amtshandlung, die wir als Söldner gemacht Aber haben, wenn einen ich anderen mal Söldner mit dir darüber verpfeifen. reden will, Super. Ich glaube, da dann werden wir will noch ich das Probleme nicht, kriegen. wenn er sich so aufregt. Das ist eine schlimme Sache. So, aber wir quatschen erstmal mit Lee. So, komm. Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Wegen Bulko hat Onar jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Okay, ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Warst du bei Ona? Ja. Er ist einverstanden. Willkommen an Bord, Junge. Hier, nimm dir erstmal eine vernünftige Rüstung. Freut mich, Ja. dass du dabei bist. Ich Nice. habe auch schon die erste Aufgabe für dich. Es hat mit den Paladinen zu tun. Es wird Zeit, dass du zu ihnen gehst. Du wolltest ja ohnehin dorthin. Na, woher weiß er das? Und wie komme ich jetzt zum Und wie Paladin? komme ich jetzt zu den Paladinen? Ganz einfach. Du wirst unser Friedensangebot zu ihnen bringen. Ich kenne Lord Hagen, den Kommandanten der Paladine, noch von meiner Zeit in der Armee des Königs. Ich weiß, wie er denkt. Er hat zu wenig Männer. Er wird auf das Angebot eingehen. Zumindest wird er dich anhören. Ich habe einen Brief verfasst. Hier. Damit wird man dich auf jeden Fall beim Anführer der Paladine vorlassen. Okay. Aber jetzt schauen wir uns mal die Rüstung an.
Schutz vor Waffen 30, Schutz vor Geschossen auch 30. Okay. Geht ja noch. Willkommen bei den Söldnern, Kleiner. Danke. Sobald ich etwas für dich zu tun habe, lasse ich es dich wissen. Ich will meine Fähigkeit verbessern. Nee, okay, alles gut. Wieso läuft jetzt aber keine Musik mehr hier? Meine Meinung will ja keiner hören. Also komm mir nicht so. Wieso läuft keine Musik? Audio? Musiklautstärke ist an. Musik ist an. Okay. Sieh mal einer an. Was willst du? Glaub bloß nicht, dass ich dich jetzt respektiere, nur weil du einer von uns bist. Ich sag dir was. Egal welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Warum er sich so aufregt. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Digga, ich hab dich verkloppt. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentaten prahlt, ist mir zuwider. Das war doch klar. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Ich lieber die Finger. Ja und? Was soll das heißen, ja und? Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt in Stücke. Schwarzer Troll, kein Problem für mich. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ist auch besser für dich. Sonst alles im Griff? Sonst alles im Griff? Willst du dich jetzt bei mir anbiedern oder was soll das werden? Hau ab! Ich hab noch nicht vergessen, was du mit mir gemacht hast. Ja, dich hau ich nochmal zu Klump. Ist kein Problem. Wie viel Leben hat er gerade? Er ist wieder voll. Der hat aber jetzt keine Waffe mehr, oder? Meine Meinung will ja keiner hören. Der hat keine Waffe mehr. Das heißt, den könnten wir eigentlich nochmal aufs Maul hauen. Apropos Waffe. Ich will mal schauen, ob wir jetzt hier eine bessere Waffe kriegen. Das habe ich früher auch. Von einem der Jungs. So, hey, du. Und schon neue Aufgaben gefunden? Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Okay. Das hat er wirklich nicht verdient. Aber jetzt mal mit dem hier quatschen. Bennett. Das ist doch bring mir bei jemandem magische Erzwaffen schmieden. Wie sieht's aus? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Ne, lassen wir mal. Hodges war das dort, oder? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Können wir immer noch nicht. Können immer noch nicht gute Sachen haben. Okay, schade. Warte mal, wie viel fehlt uns jetzt für die nächste Stufe? Noch mehr als genug. 3000. Selbst hinter ihm her wäre. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja gut, dann. Aber jetzt wundert es mich wirklich, dass die Musik nicht läuft. Ah, jetzt fängt sie an. Jetzt fängt die Musik wieder an. Okay, musst du nur dafür ein bisschen rausgehen. Okay, hatte mich echt schon gewundert. Können wir überhaupt so jetzt nach Corinnes in der Rüstung? Ohne Probleme zu kriegen? Da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher. Aber wir können hier mit Buster mal quatschen. Erzähl mir. So. Okay, nix. Nix. Okay. Shari. Shari. So. Und wieder hoch. Ja, gegen die Lurker trauen wir uns noch nicht. Wir müssen aber mal schauen, ob wir vielleicht schon so weit sind, gegen die Varane vielleicht anzutreten oder so.
Oder gegen andere Viecher. Wo wir uns vorher noch nicht so getraut hatten. So, Jotti macht da hinten auch wieder Blödsinn. Wir könnten aber auch schauen, ob wir vielleicht schon jetzt die Brücke entlang können. Wir sind ja jetzt auch Teil der Söldner und Banditen. Und die da oben waren ja auch Söldner und Banditen. Die uns jetzt durchlassen, ohne anzugreifen. Boah, müssen wir mal gleich schauen, wie die alle jetzt reagieren auf unsere Kleidung. Also unsere neuen Klamotten. Wir sind ja jetzt Teil der Söldner. So, wo war hier jetzt nochmal die Treppe? Hier. So, speichern wir einmal. Ja, speichern dauert auch immer ewig. So, gucken wir mal, wie die jetzt darauf reagieren. Hey. Egil. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Wie läuft die Feldarbeit? Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Ach stimmt, ja. Die spawnen ja irgendwie wieder neu. Sind hier wieder welche, die ich kaputt hauen kann? Die sind Schafe, okay. Wie reagiert jetzt Akil darauf? Gar nicht. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr... Ja. Jetzt bin ich gespannt auf der Brücke. Werden wir jetzt niedergeschossen, niedergestreckt von denen oder lassen die uns passieren? Weil wir jetzt einer von den Söldnern und Banditen sind. Oder sind die andere unabhängig? Jetzt bist du dran. Okay, die sind andere. Die tun uns erstmal noch was an. Bleib stehen, du Lump. Also hier war die Treppe irgendwo. Gut. Nein! Scheiße. Okay. Okay, sind wir jetzt runtergefallen. Kann mal passieren. Dann, okay, brauchen wir nicht nochmal hochgehen. Jetzt ist die Frage, überleben wir das, wenn wir in diesen Klamotten nach Corinnes gehen? Mika wird uns wahrscheinlich aufhalten wollen. Und da war dann Sternschnuppe. Immerhin. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt wird erstmal die Musik düster an, natürlich. So, und da haben wir Mika. Nochmal speichern, hier. Bevor wir da rüber gehen. Okay, der reagiert gar nicht auf uns. Was mit denen? Wir dürfen nicht einfach hin. Okay. Dann suchen wir jetzt... das Friedensangebot. Lee schickt mich damit mit einem Friedensangebot zu Lord Hagen. Damit werde ich bei den Paladinen vorgelassen. Ich wollte jetzt sprinten. Sprint funktioniert so nicht. Gut. Dann müssen wir hier in den oberen Viertel. Gehe ich mal von aus, dass dort Lord Hagen ist. Können aber auch mit Harad nochmal quatschen. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben?
Bring mir bei, ich will stärker werden. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Nee. Komm. Können wir nichts Neues machen. Obwohl es schon spät, dann können wir eben ein paar pennen gehen. So, und hier, ab ins Bett. Bis zum nächsten Morgen, genau. Okay, aber dann ist ja gut. Oh, warte, hier können wir... So. Ganz schnell eben alles... hier... braten, gebratenes Fleisch machen. Geht aber auch. Naja, okay, Gothic 1 ging das irgendwie schneller. Muss man auch ehrlich sagen. Jetzt haben wir nichts mehr. So, und hier jetzt hoch. Dann finden wir jetzt gleich Lord Hagen. So, was will der jetzt bestimmt? Lothar? Okay, der lässt uns auch in Ruhe. Hallo, hör auf ihn anzuvisieren. Achso, das sind Ritter, die hier auch noch kämpfen. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Lass mich durch, ich komme als Bote der Söldner. Lass mich durch, ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Ja, okay, dann gehen wir mal ganz langsam und vorsichtig da rein. Und das ist bestimmt Lord Hagen. So. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Ich bringe ein Friedensangebot der Söldner. Was weißt du über das Auge Innos? Naja, ich bringe ein Friedensangebot der Söldner. Zeig her. Ich kenne General Lee. Ich kenne auch die Umstände, unter denen er damals zur Strafarbeit in der Kolonie verurteilt wurde. Ich halte ihn für einen ehrenhaften Mann. Ich bin bereit, ihm Absolution zu erteilen. Nur ihm. Für seine Männer gilt das nicht. Die meisten von ihnen sind ehrlose Halsabschneider und haben ihre Strafe verdient. Ihnen werde ich garantiert keine Absolution erteilen. Richte ihm das aus. War das alles? Die Armeen des Bösen versammeln die ganz, sich ganz in unserer Nähe. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Ist das nur ein Trick, der mich glauben lassen soll, es wäre nötig, eine Allianz mit den Söldnern einzugehen? Nein. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Innos aushändigen. Das Auge Innos. Gut. Bring mir den Beweis. Dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Okay,
Was weißt du über das Auge Innos? Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragen kann. Mhm. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Mhm. Was machen die Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Okay, wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Innos dich schützen. Kapitel 2, Rückkehr in die Kolonie. Okay. Innos-Statue. Okay, jetzt müssen wir in die Kolonie. So, Albrecht und Ritter. Okay, nice. Jetzt kehren wir zurück. Boah, ich hoffe, wir können wirklich alles von damals wiedersehen. Vom alten Lager. Hey du, warte mal. Du willst dich doch auf dem Weg ins Minental machen, richtig? Was will er jetzt? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht, und ich besorge dir dafür einen Ring, der deine Lebenskraft stärkt. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Habe ich schon, aber okay. Kann ich dann verkaufen. Es sei denn, seiner ist besser als meiner. Aber wir haben jetzt Gavel, neue Informationen bezüglich den Jungs und Mädels hier. Kann ich dann Gavel auch noch sagen? Also, was die Paladini hier vorhaben. Und dann wird er wahrscheinlich hier bleiben wollen, statt aufs Festland. Weil auf Festland ist er dann viel, viel schlimmer. Warum erfahre ich das jetzt? So. Hier, Gavel. Hey, du. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Wie jetzt? Ich hab was anderes gehört. So, Friedensangebot, Lord Hagen ist bereit, Lee Absolution zu erteilen, aber keinem anderen der Söldner. Okay. Ne, das ist Jack. Mit Jack wollen wir jetzt nicht quatschen, mit Laris. Ich habe gehört, du bist bei Lee aufgenommen worden. Gratuliere. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Okay. Kann ich, mit Kavalon können wir auch nochmal quatschen, oder? Hat der auch noch Infos für uns? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Boah, jetzt will ich einmal mit Kavalon quatschen. Und vielleicht ist Lester auch schon oben bei Xardas. Können wir auch nochmal hingehen und gucken. Er muss das ja besser wissen. Dann ist jetzt nur die Frage, sind hier die Viecher jetzt wieder gespawnt auf den Straßen und so weiter? Das wäre schon interessant zu wissen. Jo, da ist ein Wolf wieder gespawnt. Nice. Neue Erfahrungspunkte. Ich will aber... Komm.
Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Das ist meiner. Das ist mein Wolf. Mein Wolf. Gut gemacht. So, das ein war's Drecksvieh mit dir, weniger. Ein Drecksvieh weniger, ja. Wo ist denn der Wolf hin? Da. Der ist noch da. Nice. Können wir neue Erfahrungen sammeln. Umso besser. So, dann müssten hier die auch wieder da sein, oder? Ja, Feldräuber sehe ich schon. Komm, den will ich jetzt erlegen. Komm. Warum schlägt er so langsam zu? Manchmal schon etwas kritisch hier. Mit dem Kämpfen. Hier sind jetzt aber keine Wölfe, oder? Hier sind jetzt keine mehr. Okay, dann auch zu Kavalorn und Xaras. Und vielleicht ist Lester wieder oben. Mal gucken, was die zu sagen haben. Die Banditen sind da, aber jetzt nicht mehr. Oder sind das zwei verschiedene hier Fraktionen? Banditen sind die Bösen und Söldner sind die, die, denen wir beitreten können. Komm, wir quatschen. Warte mal. Ist irgendwas? Hier ist nichts gespawnt, okay. So, Kavalorn. Hey, du. Ne, der hat nichts Neues. Der sagt uns nichts. Dann einmal nochmal hoch zu Xaras. Quatschen wir den nochmal an. Was wird denn? Okay. Ja, hier die Toten immer schön einladen hier mit den Toten, die hier rumliegen. So, und jetzt ab in Xaras neuen Turm. So. Xaras. Xaras, wo bist du? Ach, hier. Hey, du. Hey, du. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Ja, okay. Und lässt das jetzt noch nicht hier? Auch nichts Neues hier bekommen. Schade. Hier können wir sonst nichts mitnehmen. Ja gut. Gehen wir wieder runter. Und hier geht's raus. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal vielleicht ein paar der Quests nach, die ich hier noch fehlen hier aufs. Warte, was haben wir jetzt eigentlich gescheitert? Gescheitert haben wir nur drei. Auge Innos. Okay, den anderen kann ich aber auch nicht mehr hier beitreten. Diesen raus. Und die zählen jetzt hier nicht als gescheitert, oder wie? Vier Wölfe für Pepe. Hier haben wir das auch alles schon durch. Aber hier sind jetzt auch keine Beitritte oder sowas drin. Ja, dann egal.
Wir sehen zu, dass wir in der nächsten Folge ein paar Quests erledigen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.